Hallo und willkommen zum Kaiser Race der Woche 44. Ground Zero nennt sich das Level von West Slasher. Warte mal, was ist das für eine Musik? Ist das Star Fox? Ja, jetzt erkennt man's. Die Menümusik. Das ist ja eine Heidenarbeit, Musik zu porten. Gut, bei dem Stück jetzt nicht so, aber bei aufwendigen oder komplizierterer Musik, da muss man ja dann auf die Begrenzungen der Soundkanäle achten. Aber ich schweife ab. Hier gibt's tatsächlich einen Text und richtig hype Musik. Dies ist eine Vorschautür, benutze sie clever. Wenn du reingehst, dann kannst du die Geschwindigkeit kontrollieren, indem du links oder rechts drückst. Aha. Ja gut. Achso, das ist nur ein Tutorial hier, oder was? Spring auf die linke Seite der Bombe. Ne, im Ernst? Ja, cool. Das ist eine Sache, die ich in Mario Maker wesentlich cooler finde als in Super Mario World. Nämlich, wie die Bomben funktionieren. Jetzt probier mal die rechte Seite. Dadurch wird der Schalter wohl aktiviert. Alles klar. Und jetzt geht's los, oder was? Ist das hier wieder eine Vorschautür? Ich kann's mir ja mal kurz angucken. Also ich spin die Bombe darüber, Schalter aktivieren. Die muss ich greifen. Nochmal Schalter aktivieren. Ich guck mir das jetzt nicht alles an. Ich bin sowieso nicht ein riesiger... Achso, ich muss jetzt den ganzen Weg zurückscrollen, oder was? Wie komme ich denn jetzt zurück? Hallo? Okay. Ich glaube, ich bin aus Versehen auf Start gekommen und habe das Spiel dadurch pausiert. Das ist merkwürdig in der Tür. Alles klar, auf geht's. Wo war ich stehen geblieben? Was wollte ich sagen? Ach ja, ich bin kein so ein großer Fan von Preview-Türen. Weil die in Super Mario Maker meistens nur als Ausrede für bullshittiges Design benutzt werden. Quasi nach dem Motto, ja, der Abschnitt ist kacke, aber hier hast du eine Preview-Tür, also ist es nicht ganz so schlimm. Jetzt muss ich aber doch nochmal gucken, was ich da hätte machen müssen. Na gut, ich kann ja... Wenn ich schon mal dort war und immer noch nicht weiß, was ich machen muss, dann hilft die Preview-Tür schon. Also die Bombe nehme ich mit, werf sie nach oben und schmeiß sie dann gegen die Schalter hier. Alles klar. Boah, diese Steuerung, ey. Das ist im Moment gerade noch das Schwierigste. Die Steuerung in der Vorschautür. So. Alles klar. Ach, die kann da runterfallen. Das ist aber doof. Ja gut, wenn da keine Schiene ist, ne, dann eigentlich logisch. Es ist sehr wichtig, die Bombe auf der richtigen Seite zu treffen, sonst fliegt sie natürlich nicht in die gewünschte Richtung. Und da musste ich nochmal zurückziehen, eben damit ich sie richtig treffe. Die sollte an der Stelle möglichst nach vorne fliegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wow, das fließt aber ganz schön gut hier. So, jetzt ist halt die Frage, wie viel Zeit ich mich hier für die Sprünge nehmen kann. Aber... Erstens ist da der Checkpoint und zweitens habe ich komplett verschnarcht, den Timer zu starten. Ja, kommt vor. Ist nicht wichtig. Aber wenn ich ihn schon einbaue, dann sollte ich ihn vielleicht auch wenigstens laufen lassen. Nicht wahr? Heppa. Nein, das ist aber auch echt... Ey, die verhalten sich fast genauso wie in Super Mario Maker. Das muss man festhalten. Also da hat sich jemand... sehr viel Mühe gegeben, die rein zu programmieren. Und, und das meine ich natürlich mit allen Vor- und Nachteilen. Diese kleinen Münzen, die haben wir zum ersten Mal in The Joy of Kaizo gesehen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind ziemlich cool, weil die einem anzeigen, was man machen soll, aber nicht den ganzen Bildschirm ausfüllen. Also, mal übertrieben gesagt. Okay, nächster Abschnitt. Also, Thwimp Action. Bombe rüber. Boppen. Die wird wahrscheinlich von dem Notenblock hoch geschleudert, wo ich dann nochmal von abspringen kann. Dann hoffe ich, die geflügelte Plattform ist richtig. spring dann nochmal von der ab und anschließend zwei weitere Male von der. Aber das ist gar nicht mal so unlustig, ne, sich das hier anzugucken im Vornhinein. Da hat man schon mal eine Idee, was auf einen zukommt. Die Säge müsste dann auch passen. Und jetzt wird es dann so langsam etwas komplizierter. Wovon kann ich denn hier abspringen, um darüber zu kommen?
Das habe ich jetzt zum Beispiel... Ah, die Plattform da. Alles klar. Und dann ist hier... Ende Gelände. Ja. Okidoki. Dann probieren wir es mal. Oh, die Musik ist richtig cool. Kenne ich allerdings nicht. Ach, nochmal auf den Swim. Alles klar. Coole Sache. Aber sich da das Momentum zu gönnen, ist erstens gar nicht so einfach und zweitens war die Plattform doch nicht da, wie ich es mir gewünscht hatte. Na, natürlich mal wieder in die falsche Richtung. Und diese Notenblöcke sind auch speziell. Die interagieren nur mit Sprites, offensichtlich, und nicht mit Mario. Ah, das ist gar nicht mal so einfach, weil man sehr früh wieder zurücksteuern muss, um nicht zu weit darüber zu springen. Ich mache hier was verkehrt. Ja. Deswegen ist die Münze eigentlich auch auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt. Damit ich auf der Bombe balanciere, bis diese geflügelte Plattform mir entgegenkommt. Nur wie oft soll ich das machen? Zweimal? Zweimal hat, glaub, gereicht. Und ich brauche die Bombe anschließend noch gar nicht. Wie bin ich denn durch die durchgefallen? Immer dieses selbst eingeprogrammierte Zeug, ey. Das ist so schwierig. Okay. Ja. Ja, das funktioniert so. Alles klar. Ey, das ist ein richtig genialer Abschnitt. Das ist super gemacht, wie das aufgebaut ist. Richtig clever. Holy moly. Das Timing ist nicht so... Nein! Wieso bleibt die jetzt so abrupt stehen? Das Timing ist nicht super fies, aber gerade präzise genug, damit es nicht hergeschenkt wird. Ja, langweilig soll es ja auch nicht sein. Boah, jetzt wäre ich fast wieder drauf reingefallen. Nein! Ich muss echt besser drauf achten, wann diese Bombe da abstoppt. Also solange sie sich auf diesem Geländer bewegt, flutscht sie nur so daher. Aber wenn sie die Mancha berührt, dann hört sie auf. Ja. Okay. Boah, da muss man sich schnell fallen lassen, weil die Säge kommt so früh zurück. Wenn man da sich zu viel Zeit lässt, na, dang it, dann kann man es nicht mehr schaffen. Ich glaube, ich muss nochmal durch die Preview-Tür gucken, weil ich vergessen habe, was da anschließend kommt. Und ich möchte nicht unvorbereitet an die Stelle gehen. Nein! Wie es mich echt jedes Mal dran kriegt. Vielleicht sollte ich hier auch einmal weniger springen, ich weiß es nicht. Obwohl, klappt ganz gut. Aber die fallende Plattform muss ich nochmal erwischen. Okay. Nicht schlecht. Alles hat einen Sinn. Ich mag das, wenn man Objekte einbaut, mit denen man auch tatsächlich mehrere Dinge machen kann. Ja, zum Beispiel die Säge, dass man die mehrmals benutzen kann. Und? Ach, das zum Aufsprengen, das hat er auch reinprogrammiert. Weil das geht ja normalerweise auch nicht, dass man Blöcke mit Bomben wegsprengen kann. So, nächster Abschnitt. Bombe rüber. Moment mal, das sehe ich jetzt schon mal gar nicht, wie das funktionieren soll. Also das ist ein Doppelsprung erstmal. Aber wieso funktioniert denn das nicht? Oder soll ich mir... Nee, ich kann mir nicht absichtlich den Kopf anschlagen. Okay, das ist super knapp. Ja, siehst du, das ist jetzt so eine Sache, die checkt man nicht, wenn man nur durch die Tür guckt. Weil da so viel zusammenspielt, was dann erst Sinn ergibt, wenn man mal ein, zwei Schritte davon gemacht hat. Und ich darf gar nicht weiter gucken als bis hierhin. Ja, dann hoffe ich mal, dass das der schwierigste Abschnitt ist und deswegen darf ich nicht gucken. So, noch einmal. Moment, das hat ja gar nicht gepasst. Der Schalter war zu. Der Weg war mir blockiert. Nochmal Tür gucken. Ja, da ist nichts mehr, womit ich das nochmal öffnen könnte. Das heißt, bevor ich auf die Bombe gehe, muss ich nochmal diesen Schalter aktivieren. Ja, bleib stehen, Mario. Ups. Sprungknopf loslassen wäre ganz geil. Nein! Lelikopter, ey. Ich meine, das könnte ich schon machen. Aber die Bombe explodiert doch so früh. Ich habe kaum Zeit, überhaupt auf die drauf zu springen nochmal. Und direkt hoch?
Ups, ich bin ein Genie. Ja, also mit sehr viel Optimierung, aua, ist das schon möglich. Es sei denn, ich kann hier noch irgendwas verbessern. Boah, ist das schwer, die Bombe nicht in die falsche Richtung zu dönern. Weil ich da überhaupt nicht drauf gucken kann. Ich muss ja auf den Panzer achten. Nein! Also. Ah, wenn ich... Ach so. Ach so, ist das gedacht? Ja, jetzt bin ich richtig konfuzzelt. Was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen? Theoretisch brauche ich den genau an der Stelle, um nochmal, wow, von ihm abzuspringen. Ja. Also für sowas ist die Tür ja jetzt gar nicht mal so übel. Denn ich schaffe das auf keinen Fall einfach so. Und dafür muss ich den Panzer einfach überholen. Das müsste passen dann. Oh, ich darf ihn aber nicht mit so viel Speed dahin werfen. Was passiert denn, wenn ich ihn nur anstupse? Ah, dann... dann passiert das. Hätten wir das auch geklärt. Nein, falsche Richtung. Ich muss... Ja, er muss auf jeden Fall in die andere Richtung gestoßen werden. Damit der Schalter nochmal aktiviert wird. Was war das? Puh, ist das heftig. Das erfordert ziemlich viel Koordination. Au. Bisher ging's noch. Oh, ja, man muss ja den Bomber an der richtigen Seite treffen und den Panzer anschließend auch noch, damit alles in die richtige Richtung abdüst. Jetzt habe ich es in die Hand genommen. Das wollte ich doch gar nicht, Mann. Ich versuche es jetzt nochmal auf die langsame Variante. Indem ich erst hochspringe. Ja, das geht auch. Das ist ja großartig. Au. Leider hat er mich nicht bis dahin gucken lassen. Geht's vielleicht jetzt, wo ich einmal dort war? Nee. Schade. Alles klar. No! Ja, schon irgendwie so, ne? Okay. Keine Ahnung, weg damit. Ich glaube, ich hätte sie da runter droppen lassen sollen. Damit ich nochmal von ihr abspringen kann. Mhm. Das versuchen wir doch mal. Boah, das ist so heftig, da schneller zu sein als der Panzer. Okay. Ich glaube, ich will die tatsächlich... nächstes Mal sollte ich vielleicht versuchen, sie gegen die Wand zu werfen. Ich habe die Hoffnung, dass sie dann da einfach stehen bleibt. Oder so. No! Au. Pff, habt ihr das gesehen? Was war das denn für ein Wurf? Rückwärts durch die Brust ins Auge. Okay. Man muss echt einiges verzögern. Zumindest wenn man den Panzer langsam wirft. Okay, jetzt habe ich es dann so langsam raus. Nur das hier noch nicht. Yeah! Das muss aber auch genau passen. Nee, das geht nicht. Also aus dem Schwung heraus die Bombe gleich darüber werfen? Irgendwie nicht. Aber das ist auch so merkwürdig, wie Mario die Bombe da wirft. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ey, ich habe null Kontrolle, was er mit der Bombe macht. Ich krieg's einfach nicht gebacken, die da runter zu werfen. Und der Sprung, um ehrlich zu sein, sieht der semi-possibel aus. Nein, das fällt, ja. Das, also offensichtlich muss man die Bombe erstmal auf dem Muncher auftropfen lassen. Sonst fliegt sie in jedem Fall zu weit. Ich weiß nicht, warum das hier so... Ja, geh halt rüber. Geht also auch nicht. Also klar. Ey. Ich kann sie doch werfen? Jetzt nach 20 Versuchen auf einmal? Wenn ich sie
willentlich gegen die Wand da drüben werfen kann, dann müsste sie perfekt landen, eigentlich. Okay. So wird's gemacht. Jetzt muss ich nur noch schneller über dieses Rad drüber kommen. Oder sogar nochmal runter und verzögern. Das wäre unter Umständen auch möglich. Ja, okay. So ist es natürlich. Ja, das ist sogar besser, wenn ich da nochmal runterlaufe. Sonst muss ich da so einen 2-Frame-Jump machen oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Na? Nee. Oh, shit. Ey. Nein, was mache ich eigentlich? Panik schieben mache ich. Oh, das ist gar kein Spinjump. Mhm. Ich verstehe halt nicht, warum er mir jetzt für das Zeug keine Preview-Tür mehr gibt. Das ist doch genauso schwer wie die Räume davor. Aber hier ist Ende. Ich weiß, ich habe mich vorhin drüber beschwert und die Preview-Türen sind doof und so weiter, aber wenn er mir doch schon die Möglichkeit gibt, warum nimmt er sie mir jetzt einfach wieder weg? Das verstehe ich halt nicht ganz. Oh, ich glaube... Ist das das Ziel? Nein! Ey, das ist aber jetzt schon der vierte Abschnitt. Das ist ungewöhnlich. Oh, die muss ich wohl fangen. Und jetzt gibt's auch überhaupt keine Preview-Tür mehr. Das ist jetzt... Ist jetzt fertig. Wahrscheinlich... Ja, Gott, ich kann mir nur vorstellen, wie es jetzt nochmal abgeht. Weil der letzte Raum, den fand ich eigentlich schon mal ein bisschen übertrieben. Also zumindest für die Anzahl an Sternen, die das Level mal wieder abkassiert hat. Nehme ich praktisch gar keine. Soll das so gemacht werden oder soll ich da nochmal mit einem Spinjump drauf? Ich meine, die Münze sagt mir, ich soll normal springen. Oh, ist das schwer, das Ding aufzufangen. Ich meine, was ich noch versuchen könnte, ist die Bombe nach vorne zu werfen, aber das funktioniert ja nicht richtig. Das haben wir im letzten Raum schon festgestellt. Ja. Ich meine, möglich wär's. Ne? Es ist aber halt nur eine von vielen Möglichkeiten. Oh, das ist so eklig, die Stelle. Boah. Und das... Irgendwas war noch richtig, sonst hätte ich den Schalter nicht getroffen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange es noch gedauert hätte, bis die Bombe explodiert wäre. Nicht lange, denn sie hat schon geleuchtet. Jetzt frage ich mich, ob das ein Problem ist oder nicht und kann nicht mehr von Seilen abspringen, scheinbar. Nein, wieso ist da eine Mantradecke? Come on, das muss doch nicht. Es ist so schwer, das Ding überhaupt zu treffen. Ich glaube wirklich, dass das genau das ist, was ich hier machen soll. Ich muss nur die Bombe nochmal aus dem Weg kicken, damit der Spiny weiterlaufen kann. Oh, jetzt kommt er nicht. Ne. Okay, so geht's natürlich auch. Aber die Bombe muss den Block aus dem Weg räumen. Nur dann kann der Spiny seine Reise fortsetzen. Kleister! Nein, im Ernst. Sie funktionieren fast ein bisschen zu sehr wie in Mario Maker. Genauso nervig. Und so pingelig. Okay. Alles klar, ich habe keine Ahnung, wo ich hätte hin sollen. Wahrscheinlich erst auf die Bombe und dann nochmal zurück auf den Spiny. Der dann gerade am Springen ist. Ja, super. Wie kriege ich das denn hingetimed? Ohne es 50.000 Mal probieren zu müssen und zu failen.
Achtung. Ja. Nein! Genau das will er. Ja, so langsam dürft's dann mal zu einem Ende kommen. Es ist nicht einfach, das alles hinzukriegen. Vor allem halt jedes Mal die Bombe wirklich auf der richtigen Seite zu treffen. Es ist schon ziemlich friemelig. Boah, die hat sich aber Zeit gelassen, ne? Ey, das ist super schwer, die da von der richtigen Seite zu treffen schon wieder. Manchmal kommt es mir sogar vor, die Grafik stimmt gar nicht und die Hitbox wäre daneben, ja? So oft, wie ich die da falsch treffe. Also wenn man sie von oben trifft, dann ist es quasi 50-50, in welche Richtung sie wegdönert. Ah! So. Keine Ahnung, warum ich das überlebt habe. Irgendwo offscreen habe ich ihn noch getroffen. Aber das nützt mir leider auch nichts. Nein! No! Boah, das musst du auch erstmal hinkriegen, oder? Die Bombe von dort in die falsche Richtung zu schleudern? Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist man darauf angewiesen, dass die Bombe genau zum richtigen Zeitpunkt unter einen gerät und man nach den drei Koopas von ihr abspringt. Quasi so halbautomatisch und man hat fast keinen Einfluss auf das Timing, damit das hinhaut. Puh. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ja, geschafft. Das war schon wieder ein richtig geniales Level. Die Schwierigkeitskurve, also der Anstieg der Schwierigkeit im Level, der war ein bisschen arg steil. So nach dem Motto, in den ersten zwei Räumen, hier spiel mal ein bisschen mit der neuen Mechanik rum. Und dann im zweiten Teil, so, jetzt musst du aber alles genau machen und dich mit dem kompletten Jank, der diese Mechanik zu bieten hat, auseinandersetzen. Ich denke, es wäre besser gewesen, gerade wenn man so eine neue Mechanik einführt, dass man vielleicht, ja, ein komplett einfacheres Level macht und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal was drauflegt. So wie es beim Yoshi's Island ROM-Hack Race gemacht wird, obwohl dort natürlich der Vorteil besteht, dass alle Level vom gleichen sind und wenn die Level von unterschiedlichen Leuten gemacht werden, ist das natürlich schwieriger zu organisieren. Das ist mir klar. Wirklich ein cooles, also eines von den cooleren Race-Levels, die wir bisher hatten. Ich verabschiede mich schon mal. Keine Ahnung, wie lange das hier noch dauern wird mit dem Abspannen. Danke fürs Spielen, danke für das Level. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.